Herzlich willkommen hier in Straßburg von der Aprilsitzung. Diese Woche hat uns die Flüchtlingssituation beschäftigt. Der Gipfel, der zwischen den Regierungschefs stattgefunden hat, hat uns überhaupt nicht zufriedengestellt. Die nationalen Staaten, die nationalen Regierungen sind hier gefragt, endlich einen Paradigmenwechsel einzuschlagen in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in der Flüchtlingspolitik. Und diesbezüglich gab es eine Resolution hier im Europaparlament, dass wir Quoten fordern. Quoten für die Länder Europas, die sich hier untereinander abstimmen müssen, Asylantragsteller, aber auch Flüchtlinge adäquat nach einem Schlüsselsystem aufzunehmen. Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie wir mehr Geld für die Länder bekommen, aus denen die Flüchtlinge kommen. Über 80% der Deutschen haben in einer Umfrage letzte Woche gesagt, dass sie das gerne möchten, dass die Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen, mehr finanzielle Unterstützung erhalten. Ein Mittel, und darauf hat sich Deutschland auch verpflichtet, ist, dass vom Bruttoinlandsprodukt 0,7% für die Entwicklungszusammenarbeit gegeben wird. Wir sind aktuell bei 0,4%, und es ist schon sehr beschämend, dass so reiche Länder wie Deutschland, insbesondere in der Situation, wo wir eine gute Steuereinnahme haben, hier daran zögern und zaudern, nicht die 0,7% umzusetzen. Es gibt eine NGO, die heißt One, die unterstütze ich, die möchte 1% des Bruttoinlandsprodukts. Und ich glaube, wir brauchen einen Paradigmenwechsel in den reichsten Ländern der Welt, hier aktiv mehr Geld zu geben für Entwicklungszusammenarbeit. Aber nicht nur die Entwicklungszusammenarbeit und die Gelder, sondern auch fairer Handel ist eine zentrale Möglichkeit, den Menschen in ihren Ländern zu helfen. Das heißt, faire Handelsbedingungen, faire Lieferketten, dass keine Kinder, dass keine Sklavenarbeit mehr vorherrscht, dass die Menschen sich gewerkschaftlich organisieren können, dass es Kontrollen gibt. Dass nicht so wie bei Rana Plaza, einem Ort in Bangladesch, vor 2 Jahren ein Haus zusammenfällt, weil die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten wurden. Und Rana Plaza ist ebenfalls hier Thema im Europäischen Parlament. Ich werde sozusagen dazu jetzt eine Initiative aus Deutschland, eine Textilallianz, die faire Lieferketten möchte, hier verstärkt ins Europäische Parlament einbringen. Und es ist mir gelungen, das hier in den Antrag mit unterzubringen. Darüber hinaus gab es auch ganz andere Entscheidungen im Europäischen Parlament, beispielsweise die Reduzierung der Plastiktüten in Europa. Das wird den nationalen Staaten anheimgestellt, wie sie dort agieren wollen. Aber wir wollen eine Reduzierung in Europa. Und gleichzeitig gibt es beispielsweise ein neues technisches Element für Autos, wo ab 2018 Autos produziert werden sollen, die einen Notruf versenden, wenn das Auto einen Crash hat und der Airbag ausgelöst wird. Sie sehen, ihr seht, Europapolitik hat viel mit Verbraucherschutz zu tun und gleichzeitig auch mit globaler Politik. Senden Sie mir E-Mails, fragen Sie mich über Facebook, engagieren Sie sich, wenn Sie Fragen zu dieser Voxbox haben, zu diesem kurzen Zusammenfassung aus dieser Woche. Ansonsten engagieren Sie sich selber und kaufen Sie Fairtrade-Produkte. Herzlichen Dank. Tschüss.